Ey, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Fusion. Und ja, Freunde, letztes Mal war ein richtiger Horror, Digga. Es hat angefangen mit Brad, der eine Geschichte erzählt hat und auf einmal zum Monster mutiert hat. Und danach sind die Fischer gekommen, die guten Juden, alten Fischer, die uns überfallen haben, und jetzt sind wir gefangen beim Boot von uns. Und jetzt sind wir beim Flassenschiff, der spukt, der grausam wird, der voll mit Horror ist. Ich würde sagen, wir starten. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst gerne ein Abo da, und ja, let's go, Freunde. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal bei Doktor Professor aufgehört. Ich glaube, jetzt soll es da weitergehen. Den Namen weiß ich immer noch nicht. Alle sind Kurator. noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Doktor Kurator. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Komme, was da wolle. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch: Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Gönn dir, Bruder. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Digga, der ist so creepy, Mann. Der macht mir Angst an meinem. Let's go. Oh mein Gott, ey. Wie kommen wir da hoch? Ah, da ist eine Tür. Junior, retire la tête à l'image. Okay, was wollen die machen? Wollen die die Tür sprengen? Was war das denn? Digga, wir sind jetzt gefangen. Auf den spukenden Schiff mit den Fischern. Nö, echt nicht. Alter. Los, beweg dich. Ich bin gespannt, ob da Skeletten liegen, ne? Digga. Wie lange ist das jetzt eigentlich her? Vom Ereignis. Das frage ich mich. Wie lang zum Teufel ist es her? Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Ja. Boah.
aus. Seht ihr die Füße, Digga? Das wird unser Tod. Jetzt müssen wir sehr gut aufpassen. Passt auf, Freunde. Los! Digga, chillt euch mal. Macht mit, Freunde. Und genießt die Show. Alter! Zurück! Kommt eine Hand auf! Alter. Ja, chill doch! Ich will ja! Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Die stehen echt alle Haare zu Berge. Boah, wenn ihr wüsstet, ne? Wenn ihr zum Teufel wüsstet. Was ist das? Miller. Okay. So dass die noch hier. Genau hier. Dass sie noch genau hier uns so gefangen nehmen, ne? Ist komisch. Oh Scheiße! Ah, ah. Ey, Digga, scheiß Ratte, Mann! Ey, das Spiel wird immer mehr mit Jumpscares, Mann. Gefällt mir nicht. Internes Memo. 14. Armee-Division. 1705 TSE. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Ist er komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat. Antritt um 2400 C Dienstplan. William P. Ford. Kopie an QM. AMC. So. Kurz mal. So. Auf jeden Fall. Sind wir am Arsch. Okay. Ihr alle. In den Raum. Mal schauen. Hey, es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Oh. Danke. Korrekt. Digga, ich probiere auf jeden Fall mit allen zu überleben. Das wird das Harte sein. Die Entscheidungen. Entweder wird das Tode bringen oder wir überleben es. Jetzt brauchen wir unbedingt einen Plan. Ein verlassenes Schiff. Die Duftmarken haben Angst. Ein verlassenes Schiff. Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Sei etwas Netflix, er braucht das. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Ja. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Es ist gefährlich hier. Ich bin zu schwer verletzt. Es ist gefährlich hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Können wir es kurz schließen? Was ist eine Frag ich mich auch, Digga. Was ist eine Verteilerkappe? Also, okay. Was genau ist eine Verteilerkappe? Stell dir vor, du redest mit einem, der absolut nichts über Boote weiß. Also die Verteilerkappe leitet für gewöhnlich die Spannung von der Spule zu dem richtigen Rotor, der dann wiederum... Ohne sie läuft der Motor nicht. Und ohne sie fährt die Duke of Milan nirgendwo hin. Während diese Typen nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte?
Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Ehrenfrau. Cool. So, sehen wir uns mal hier um. Da gibt es mal etwas. Ja, kann ich die mal ansehen? So, eine Zeitung. Was ist hier passiert? American Overseas. Ach, oh, Digga, komm. Bandenmord. Mord von 1947. Arsch. Wir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Stand da was im Kleingedruckten? Gibt das eine Rechnung mit Einzelposten für all die, Extras? Darf ich jetzt lesen, Digga? Führung 750 pro Kopf. Extra Zeit. Geht dann halt nicht, Digga. Eure dämlichen Streitereien ertragen. Darauf komme ich noch zu. Sie verbieten mir es zu lesen, Digga. Jetzt schon. Brad. Echt unheimlich. Keine Brille. Klar, Boss. Wie ist der Plan? Ich will echt nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Hey, halt die Augen offen nach der nächsten Gelegenheit. Ja. Was glaubst du, war dieses Schiff? Ja. Fräulein J. Rivera, Apartment. Ja, Digga, komm. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. Ich hab echt Angst. Digga, schon wieder. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang, wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Ja. Ist noch ein Bild. Zerkratztes Warum Bild. Das wohl abgerissen wurde. Dongo! Grüße gehen raus an meinen Kollegen. Dongo! So, was gibt's hier? Komm! Was ist los? Wir leben unser Leben, Conrad. Was davon noch übrig ist. Ich habe einen Brief gefunden. So ein Typ hat seiner Freundin was über all die Geister auf dem Schiff geschrieben. Geister? Er vermisst seine Freundin. Das ist gruselig. Er vermisst seine Freundin. Dieser Typ war bestimmt nur zu lange von seiner Süßen weg und hatte einen Lagerkoller. Mann, da würde ich sicher auch Gespenster sehen. Genau. Okay. Ein Typ beschwert sich über einen anderen, dass der krank spielt, damit er einen Laderaum nicht bewachen muss. Ich schätze, er war wohl ein Wiederholungstäter. Klingt so, als hätten es alle hier unten gehasst. Tja, und die Moral ist, Finger weg von Laderäumen, in denen es spukt. Ach ja? Vielleicht wollten sie bloß nicht da unten arbeiten. Ja, oder es gibt da Supergeister. Das ist... was? Geister, aber in 16 Bit. Genau, aber keine Ahnung, was du meinst. Supergeister. Klar. Bleiben wir einfach ruhig und suchen einen Weg hier raus. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen. Wenn nix, was sie wollen, die suchen bestimmt das Gold. Die suchen bestimmt das Gold. Volltrottel wollen bestimmt bloß mit dem Majurai-Gold schnell Kohle machen. Das existiert vielleicht gar nicht. Was, wenn sie überhaupt nichts finden? Dann sind wir am Arsch. Also, was tun wir? Wir wollen ein Abenteuer, oder? Wir haben 2 Optionen. Wir haben 2 Optionen. Wir haben nur 2 Optionen. Wir schleichen uns raus oder wir kämpfen hier. So einfach. Abhauen wäre wohl besser. Aber ich weiß echt nicht wie. Okay, also von hier aus kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Okay, klar. Bis später.
Na. Okay. Was hat das zu bedeuten? LOL. Geht das? Ich hoffe, das geht, ne? Hey. Guck, was ich gefunden habe. Was können wir eigentlich beim Tür machen? Olson bewacht. Ne, ich glaube nicht Olson. Olson ist der Anführer. Aber sie bewachen uns auf jeden Fall. Deswegen ist dieser Schachtraum. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow, wow, wow. Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Finden wir es raus. Es kann nur besser werden. Finden wir es raus. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Ablenken, versperren. Ablenken. Hey, ja, ihr, Long John Silver und so. Was macht ihr denn da draußen? Achterstücke und eine Bulle voll rum, die einen bei den Kackfressen. Ja, ihr schwierigen Korsaren. Ja, ja, ihr. Also die Piratenpapageien von den Kunden. Unser Stamm sieht zu Regenbogen eintappen. Digga, voll Stau. Ich war aber. Komm. Ich bin Amerikaner. Wollt ihr, dass wir alles in euch ja? Macht? Das wird er nämlich. Euch alle. Persönlich. Komm, Digga. Ja, endlich. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo. Komm, Digga. Beeilung. Komm. Verstecken. Komm. Bam. Komm. Ja, Mann, let's go. Digga, ich hab eine ruhige Hand, ne? Stopp! Ach, scheiße, Digga. Aber er hätte uns auf jeden Fall gefunden, wenn wir noch rausgegangen und den Scheiß Dings geschoben. Sind wir nun sicher? Sei still. Wir müssen jetzt weiter. Hola, chica, el vamos, el kripusch. Sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Komm, wie? Oh, fuck. Komm, wie läuft mir schon wieder schneller? Was gibt's hier? Checken wir auf jeden Fall alles mal ab. Okay, da können wir nicht durch, also können wir hier. Digga, was ist das denn? Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Ah, Digga. Alles stäubig, Digga. Lecker. Oh. Ey, du Kelb, Digga. Mann. Immer die Ratten, Mann. Die
Digga. Ich möchte mich nicht mehr stecken. Oh, was war das denn, Digga? Was war das denn? Ich gehe zurück. Schaut jetzt, bitte rechts. Schaut jetzt. Zeig dich. Zeig sie sich nicht. Zeig dich, Digga. Zeig dich. Aber, Digga, was war das denn, Mann, ey? Ich hab Gänsehaut. Ich hab echt Gänsehaut. Oh mein Gott. Wo zur Hölle alle sind? Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, weil sie tot sind. Und das ist unser Ende. Hörst du das? Wenn du dieses schreckliche Geräusch meinst, dann hab ich nicht gehört. Na klar hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das klar. Was seht ihr da? Das Ding ist verdammt riesig. Ah, ich dachte schon, ne? Wo sind die anderen? Digga, wie schnell sind die? Ah, da sind sie ja. Ich guck mir auf jeden Fall noch das an. Das habe ich auf jeden Fall nicht angeguckt. Die Sachen hier. So, bevor die Folge noch zu Ende geht, ne? Schnellboot. Alex hatte den Bankstick beim Tauchgang. Julia öffnete die Tür zum Cockpit mit Hilfe des Banksticks. Alex Messer blieb beim Tauchen unbenutzt. Conrad griff Junior während der Entführung an. Ja. Conrad konnte Junior mit dem Messer vom Tauchgang überwältigen. Danny brachte Alex mit einem Messer an der Kehle ans Deck. Conrad griff nach der Waffe. Doch es war ein Trick. Digga, Trick und Olsen überwältigte ihn. Trick, Digga, Trick. Drip. So, Antrag, was sehen wir hier? Laut Brad soll Alex drüber nachdenken und Zusammenhang. Alex wirkte beim Tauchgang nervös. Taucherkrankheit. Julia hat vor dem Auftauchen dekomprimiert. Ah, das war glaube ich dort, wo die das Ding abgezogen hat. Dann sehen wir hier Auswahl. Okay. Conrad und Fliss, also die Beziehung zwischen den beiden. Fliss war über Conrads Flirtversuch nicht erfreut. Fliss hat Conrad gesagt, dass sie bei ihm gerne beim Boot. Also mit Fliss und Conrad. Oh! Also mit der Schwester sieht es nicht so gut aus. Mit Alex sieht es gut aus und Brad auch. Aktuelles Ziel, verlasse das Schiff. Und Bilder sind gleich immer noch. Oh, das ist glaube ich neu, ne? Warte mal. Ne, das ist immer noch gleich. Okay, da müssen wir aufpassen. Gut. So, jetzt sind wir beim Alex. Wo ist Fliss? Und Brad? Ich hätte echt Schiss, ne? Auch wenn die jetzt allein nicht alleine sind. Ich hätte echt Schiss. Oh! Ey, Bro! Wieso? Ey, wieso tut ihr mir das an, Mann? Wieso? Wieso, Digga, wieso? Wieso muss die Olle mich erschrecken? Ach du Scheiße. Hör auf, Digga, Mann, hör auf. Ich glaube, da unten bewegt sich was. Okay, sind das die Fischer? Okay, das ist der Olsen. Der ist noch alleine, ne? Hat er nicht Schiss? Was ein Brocken, Digga. Was hat das Ding zu bedeuten? Was ist das?
Oh, Verteilerkoppel. Ganz sicher? Ja, bin ich. Achso. Ich werde sie mir holen. Das ist unsere Chance. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Vielleicht eine Falle. Wir müssen die Chance nutzen. Okay. Schön aufpassen. Ich hab dich gewarnt, Fliss. Digga. Yo, Brad, komm schon, wir müssen das durchdenken. Nee, Digga, geh nicht. Jetzt warte mal. Geh nicht. Ja. Heiliger Mist. Ich wusste es, Mann. Ich wusste es einfach, Mann. Der kommt zurück. Oh, verstehe. Fliss warnen, Fliss warnen. Komm. Ach, du Scheiße. Sie haben Fliss, die Scheißfresse. Wo sind die anderen? Oh mein Gott. Pass auf. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Komm, Brad. Du schaffst das. Weglocken, ablenken. Weglocken. Ja, das war wichtig. Ich wollte noch ablenken machen, ne? Aber ich habe da irgendwie Brad nicht gesehen. Deswegen wollte ich ablenken machen. Dachte mir schon, dass es eine Falle ist. Deswegen. Komm schon, wir müssen hinterher. Okay, los jetzt. Alles korrekt gemacht. Außer dass Fliss jetzt. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihm. Wir müssen abschließen. Und Freunde, ich würde sagen, genau an dieser Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Aktuelles Ziel heißt er, finde einen Weg durch das Schiff. Und ja, diese Folge war richtig Jumpscare-mäßig, das mich einfach auseinandergenommen hat. Und ja, auf jeden Fall machen wir das nächste Mal hier weiter. Es wird noch spannender irgendwie. Ich möchte auf jeden Fall das Spiel direkt irgendwie losspielen die ganze Zeit. Also ohne Pause, ohne nichts. Aber halten wir die Folgen auch ein bisschen kurz. Und damit bin ich raus. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da und ja, macht's gut, passt auf euch auf und ciao.